Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Sigil LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Oder sollte ich sagen, zu einer verregneten Folge. Mal wieder. Der Wettergott ist uns nicht wohlgesonnen. Es regnet auf jeden Fall mal wieder. Aber nichtsdestotrotz müssen wir Wasser für die Tiere holen. Ich habe jetzt die Lüftung des Stalls auch beendet. Unglaubliche halbe Stunde über die Mittagszeit konnten wir lüften. Sollte passen, weil der Winter ein bisschen aufgefrischt hat. Ihr seht, das ist ein richtig schöner Herbststurm. Nein, Herbststurm ist übertrieben. Das ist ein richtig schöner Herbstregen. Ein bisschen Wind ist dabei, aber das geht noch. Ich hoffe, mal unserem Mais passiert da nichts. Das wäre jetzt nicht so gut. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier unser lödes Wasserfass geschnappt. Ich weiß gar nicht, wie viele reingehen. 1000 Liter? Ich hoffe mal, da geht mehr rein. Und ich habe es gerade noch so geschafft, hier auf den Ursus dieses Dach drauf zu ziehen. Deswegen steht da noch der Werkzeugkasten. Weil die Schraubenverbindungen sind nicht mehr die neuesten. Und dann juckeln wir jetzt mal so ein bisschen zur Wasserentnahmestelle. Zumindest erstmal zu der, die ich kenne. Dürfte hier vorne gleich auf der rechten Seite erscheinen. Also nicht erscheinen, aber wir müssen dann noch ein Stückchen runter, aber passt schon. Dann seht ihr das am Geld. Wir haben ein bisschen in die Tasche gegriffen, also verschuldet. Wir sind jetzt bei 75.000 Euro Schulden. Aber gut. So können wir uns gleich noch 20 Mutterschweine holen. So, Wassereinnahmestelle, da haben wir sie. Oh, funktioniert sogar. Cool. Es ist immer so eine Sache, wenn man das erste Mal... Oh, es geht sogar mehr rein. 1.500? Zwei? Okay, 2000 Liter Wasser ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich hier wegkomme, ohne dass ich... Gas, passt schon. Hoho. Läuft. Lass mal ganz kurz gucken. Zeigt er mir hier an, wie viel Nutzwasser drin ist? Nee, was ist denn... Wie viel Nutzwasser haben wir denn immer drin? 10? 30? Wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen fahren. Wir werden das jetzt hier rausholen. Hier seht ihr übrigens jetzt nochmal diese schöne Kabine. Ne? Steckt das Scheibchen vorne rein. Zieht das Dach rüber. Klemmt es hinten fest. Thema durch. So werden wir wenigstens nicht nass. Boah. Ist aber auch, ne? Ganz schön am Regnen draußen. Wir werden jetzt erstmal so vielleicht so fünfmal fahren, dass wir erstmal so 10.000 Liter drin haben. Er hat auch die Ruhe weg, der Kerl, ne? Ist ja mal das Regnen, nimm mal einen Schirm oder geh nach Hause. Gibt's ja nicht. Uppala. Und dann holen wir die Schweine. Ich werde jetzt nicht den Wassertrog voll machen. Dem kann ich hinterher, kann ich hier noch ein bisschen fahren. Aber ihr sollt ja dabei sein, wenn die ersten Mutterschweine kommen. Da müssen wir dann zum Landhandel. Da ist... der Tieranhänger bestellt. Ich musste kurz überlegen, wie das Gerät heißt. Leider noch das moderne Krams-Ding. Aber gut. Ist halt nur gemietet, ne? Naja, gesagt, Tieranhänger kaufen wir nicht, den mieten wir. Und da hier keiner in der Gegend aktuell einen hatte zum Vermieten, habe ich den beim Landhandel gemietet. Müssen wir dann nur noch wegholen und dann können wir ab zur Agravis fahren. So, Wasser dürfte nach Adam Riese und Eva Zwerg hier außen in diesen schönen Tank gehen. Mal gucken. Ach, perfekt. Da geht der Schwimmer nach oben. Auf. Wie viel Wasser passt denn da? Ach, nur 10.000. Ach, das ist doch perfekt. Passen auch nur 10.000 Liter rein. Ja, dann holen wir natürlich auch die 10.000 Liter mal eben voll. Da sollen unsere 20 Muttertiere dann aber auch ordentlich was zu trinken haben.
Ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, aber Lisa ist aktuell mit dem IHC am Grubbern, Feld 8283. Da gibt es ja bei der LS Mod Company auf der Seite ein Skript oder ein Fix. Nein, Skript. Für Curseplay müsst ihr einfach nur einen Mod-Ordner reinpacken und dann erkennt Curseplay automatisch die zusammengefügten Felder. Zusammengelegten Felder. Ne, da überall da, wo eine Grenze zwischen ist, wenn ihr diese Grenze gekauft habt und normal Curseplay draufsetzen würdet, würde er diese Grenze nicht erkennen, würde Fehler packen. Mit diesem Curseplay-Fix erkennt er das. Und es sind auch einige Felder gefixt. Ne? Curseplay hatte so ein bisschen Probleme. Wohl bei einigen Feldern hier auf der Stappenbach. Und wer mit Curseplay spielt, der sollte sich tatsächlich dieses Curseplay-Fix von der LS Mod Company besorgen. Damit ihr Spaß und Freude an Curseplay habt. Was die Feldbearbeitung angeht, ne? So. Die Wiese hier gehört uns nicht. Also wir werden uns irgendwann mal ein paar mehr Wiesen hier zulegen. Auch hier von dem grünen Gürtel, wie ich ihn so schön nenne in Stappenbach. Der sich mitten durchzieht. Wir werden ein bisschen Grünland werden wir machen. Ich denke mal, wir werden auch über kurz oder lang in eine BGA investieren. BGA und Kompostmaster. Den Kompostmaster aber ein bisschen später. Klar, Kompost bringt ordentlich Kohle. Aber bei Kompost müssen wir auch viel in Diesel investieren. Und Junge! Und dementsprechend nicht aufregen über die Leute hier. Wobei ich stehen geblieben. Dementsprechend wird sich der Kompostmaster wohl erstmal in Grenzen halten. Wir werden vielleicht eher auf die BGA gehen und dann Silage verkaufen, Grünschnitt, also hier sprich viele Felder noch kaufen. Wiesen kaufen. Felder auch. Und dann vielleicht mal später so ein, ich sag mal jetzt so ein MF-Mover oder sowas, ne? Oder einen alten Fortschritt vielleicht. So ein Grashüpfer. Dann, wenn wir wirklich extrem in Grünland gehen. Ich finde das eine gute Sache, dann können wir nämlich auch schön unseren Ladewagen hier benutzen. Hä? Da grunzt was. Hallo? Da ist ja noch gar keiner zu Hause. Man kann auch gar nicht grunzen, sind doch keine Schweine da. Sachen gibt's? Ich hab Halluzinationen. Wie was haben wir denn jetzt drin? 4. Pass mal auf, wir machen das anders. Wir holen erstmal die Schweine, damit das Grunzen auch passt. Wir nehmen den MB-Truck, den ich natürlich nicht vorbereitet habe. Ja, was ist das hier? Ja, lass mal das Gewicht hier einfach runter. Zack. Vorne das Ding hier. Wie heißt das noch? Die Ballengabel, die machen wir auch ab. Die schleppen wir jetzt nicht mit. Langsam. Ganz vorsichtig. Komm, nochmal neu ansetzen. Das ist mir zu eng hier. Und dann holen wir erstmal die Schweine. Die sind ja bestellt. Und dann müssen die ja nicht so lange beim Händler rumhocken. So. Machen wir mal Halle wieder zu, nicht so viel Feuchtigkeit da reinlassen.
Gammeln uns noch die alten Maschinen und sowas weg. Das muss ja nicht sein. So, einmal auf zum Landhandel. Also zu dem Herrn Meier. Wir könnten mal ganz kurz hier noch. So. Muss gleich gucken, dass ich gleich den richtigen Weg nehme zu Agravis. Bei meinem Glück verfahre ich mich nämlich wieder. Kann sein, dass es schon ein bisschen weniger wird mit Regen. Sieht so aus, ne? Habe ich jetzt eigentlich. Ja, ich habe den Ursus draußen stehen lassen, ne? So, da ist das gute Stück. Der super moderne Betimax. Die gemoddete Version natürlich, die bei der Map dabei war. Wir wollen ja schließlich auch die Muttertiere transportieren können. Hey, los da, Rückwärtsgang. Tja, hat ein bisschen das Getriebe geklemmt. Ging der Rückwärtsgang nicht rein. So. Dann wollen wir mal. Uns mit dem kleinen Gerät hier über die Straße quetschen. Komm, so breit ist das Ding jetzt auch nicht und so lang, ne? Dass du hier auf dem Gegenverkehr fahren musst, Kerl. Willi, ey, das merke ich mir. Habt ihr gerade auch gesehen, ne? Wie Willi dazwischen gezogen hat. So, wenn ich es jetzt richtig weiß, war das hier rum. Was steht da dran? Agravis Viehhändler. Da wollen wir hin. Ein bisschen kenne ich mich hier noch aus. Ich sehe das schon. Jetzt war das, glaube ich, geradeaus weiter, ne? Nee, Agravis Viehhändler darum. Okay. War das doch nicht geradeaus? War das nicht geradeaus? Ah, ja, ja, ich habe immer. Ich komme von der anderen Seite. Also unterschiedliche Richtungen oder. Ja, ja, alles klar. Da vorne ist er nämlich schon. Oder ernsthaft? Blöder Ast. Ja, Entschuldigung, ich muss hier kurz rein. Wenn Sie mal ganz kurz warten würden da hinten. So, jetzt müssen wir da in die Halle. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Ja, so sieht das gut aus. Kann man den eigentlich auch. Ah, wir können ihn noch senken, genau. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Ah, nochmal ein bisschen korrigieren hier. Ah, ohne Position gesucht hier, um die Tiere abzuholen. Kurz korrigieren. So. Jetzt sollte das eigentlich passen. So. 10 Stück passen Ruf. Das ist gut. 9? Ah, das andere waren Schafe. Okay. 9 ist jetzt aber blöd, ne? 9 ist richtig blöd. Ich wollte ja 20 Tiere. Jetzt muss ich ja gleich wegen 2 Schweinen normal fahren. Egal. Komm her damit. Ja, 18 Mutterschweine. Habt ihr gesehen, ne? Ihr müsst. Ja, jetzt seht ihr es hier nicht mehr. Moment, ich gehe nochmal kurz raus. Ja. So, da wollte ich hin. Ich muss den mal. So. So. Fahren wir den mal ganz kurz aus dem Trigger, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Für alle, die sich fragen, wo ihr die Mutterschweine herbekommt. Ihr geht zur Agravis oder Agrasius, Vieh- und Agrarhandel. Befindet sich auf der Karte. Hier oben, hier.
Feld 114, da wo der Grasverkauf und der Wollhandel und sowas alles ist, da fahrt ihr hin. Dann fahrt ihr zu der Scheune, wo ihr auch Gras verkaufen könnt. Hier ist Tierverkauf und Tierankauf drin. Da geht ihr hin. Dann habt ihr hier einmal die Standardtiere. Dann nehmt ihr euch hier den Balken, schiebt den hier rüber. Und dann habt ihr hier, tada, Mutterschweine, Mutterrinder. Und die normalen Rinder natürlich. Und ihr braucht als Transportfahrzeug, gibt's halt, ich zeig das hier mal eben ganz kurz, die beiden. Na, das seht ihr hier, die beiden Zusatzsymbole, hier und hier. Und hier auch. Sind das Kälber? Und das ist halt bei den Standardfahrzeugen hier nicht drin, ne? Da seht ihr, da sind nur die drei Standardtiere drin. Ja, immer die beiden Zusatzdinger benutzen. Dann sollte das auch klappen. Die dürften da jetzt eigentlich drin sein, ne? Machen wir eben ganz kurz. Ja, da stehen sie drin. Passt. Alles klar. Gut, Abfahrt. Haben wir schon gesehen, die haben sich, sie waren schon unruhig. Wollen wir nämlich schon mal die ersten Schweine reinsetzen. Den Rest kann ich ja gleich, hole ich gerne noch eben ab dann. Schön in Ruhe, ne? Du hast lebende Fracht an Bord oder wertvoller Tierbestand. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir fahren. Ja, wir fahren von der Seite rein. Nicht von der Seite in den Stall, von der Seite auf dem Hof, sodass wir dann rückwärts in den Stall ziehen können. Ja, genau. Jetzt kommen die ganzen Nachbarn hier lang gefahren. Ja, gestern habe ich es noch gesagt, ne? So, hier rein. Einmal hier rüber. So. Na, komm. Rückwärts. Ey, hallo? Ganz ruhig. So. Ganz kurz das Tor aufmachen. Sonst wird das ein bisschen knapp hier. Hallo. Jo. Dürfte eigentlich... Ja, passt. Perfekt. Zack, abgeladen. Bestätigen. Ja, Wagen wieder hoch. Einmal kurz rausfahren. Aber wir gucken, wo die ganzen Schweine sind. Zack. Et voilà. Meine Mutterschweine sind anwesend. Noch nicht voll, aber sind da. Perfekt, die ersten 9 Schweine haben wir. Oh, Stall zu. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.